Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der NFL Epics-Reihe rund um Adrian Peterson, den Running Back der Minnesota Vikings. Wir gehen zurück in dessen Karriere zum 20. Dezember im Jahr 2012. Der zweite Teil, ich kann mich noch dunkel an Part 1 erinnern, aber wirklich nur noch ganz dunkel. Drei Sterne-Herausforderung, einfache Ansage, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir für mindestens 199 Yard laufen. Das ist ein Brett. Und wenn wir mindestens 4 Touchdowns, egal ob per Lauf oder per Pass, erzielen. Wir sind in den Farben von Petersons Team, in den Farben der Vikings unterwegs. Es geht gegen die Green Bay Packers. Wir spielen in Minnesota im US Bank Stadium und sehen den Kick auf der Packers. So, da wir hier viele, viele Yards brauchen, werden wir hier auch gar nicht groß retournieren. Erster und 10 an der eigenen 12-Yard-Linie für die Offense. Angeführt von unserem Quarterback von Dak Prescott. Aber hier geht es hauptsächlich ja um unsere Running Backs. Erster und 10 an der eigenen 12-Yard-Linie. Peterson im Backfield. 199 Rushing Yards. Boah, okay, schauen wir. Kommen an die 17-Yard-Linie. 6 Yards haben wir damit schon mal erlaufen. Blunt Dive. Blitz der Packers von der rechten Seite. Wir laufen über die linke Seite. Und haben da das Hole, das wir brauchen, um ein neues First Down zu holen. Erster und 10 Minnesota an der eigenen 24-Yard-Linie. Wir gehen mal über die Außen. Greifen die linke Seite der Packers an. Wir sind an der 27-Yard-Linie, also mit Big Plays ist hier bis dato mal nichts. Wir müssen uns hier echt jedes Jahr mühsamer arbeiten. Haben jetzt sogar einen 2. und 7 und müssen in einen 3. Versuch. Ich hab's geahnt. 3. und 3. Der Ball an der eigenen 32-Yard-Linie. Lauf über links. Peterson sucht die Lücke, findet die Lücke. Das ist ein neues First Down an der 42-Yard-Linie. Erster und 10 für die Vikings. Peterson mit einem Run über die linke Seite. Kein guter Block. Zweiter und 10. Jetzt ist zum ersten Mal Zeke Elliott auf dem Feld. Der läuft aber auch gegen eine gelbe Wand. 3. und 8. So, wir gehen in die 4 Verticals. Gehen per Audible aber in einen Lauf über Elliott. Der kommt noch an die 45-Yard-Linie. Wir haben einen 4. Versuch und 7. Jetzt müssen wir passen. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Elliott. Der kommt aus dem Backfield. Wir brauchen einen First Down und Elliott holt uns das First Down. Wir sind an der 43 von Minnesota. Erster Versuch und 10. Aber was zieht sich dieser Drive? Peterson jetzt als Running Back auf dem Feld. Der Lauf über die linke Seite. Elliott pumpt sich an die 40-Yard-Linie. Wir haben einen 2. Versuch und 7. Elliott über die Mitte. Boah, du findest hier keine Lücke. 42 Rushing Yards haben wir im gesamten ersten Quarter nur geschafft. Wir sind meilenweit vom ersten Touchdown noch entfernt. Wenn das so weitergeht, kann ich froh sein, wenn wir hier einmal an der Endzone schnüffeln während der ersten Halbzeit. Endlich mal ein Hole! Und was für eins. Elliott immer noch auf den Beinen. An die 6-Yard-Linie. Mein Gott, so viel Yards haben wir in einem Stück, glaube ich, fast im ersten Quarter nicht geschafft. First and Goal an der 6. Ganz starkes Play unseres Running Backs. Peterson jetzt wieder auf dem Feld. Kommt an die 1-Yard-Linie. Wir haben ein Second and Goal. Aber jetzt muss der Ball halt auch noch
irgendwie in die Endzone. Elliott ist als Running Back. Wo kam der denn her? Third and goal. Wir gehen per Audible in einen Run. Inside Zone. Elliott ist unser Running Back. Und ist in der Endzone. Touchdown Vikings. So, 79 Yards haben wir erzielt. Wir haben den ersten von 4 TDs erzielt, aber das hat hier 100 Jahre gedauert. Der PT ist verwandelt. Die Vikings führen mit 7:0 gegen die Packers. 6 Minuten 26 hat dieser Drive gedauert. Deswegen auch der Onside-Kick. Wir dürfen die Packers nicht so lange in Ballbesitz lassen. Müssen versuchen, hier ganz schnell wieder mit der eigenen Offense auf das Feld zu kommen. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie. Da sieht Coach McCarthy, sein Ex-Team war ja ewig lang bei den Packers, hat mit Aaron Rodgers zusammen einen Super Bowl gewonnen. Erster und 10 an der 43. Rodgers, vollständiger Pass an die 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Green Bay. Cowboys gehen in eine Cover 2. Rodgers unter Druck. Geht aus der Pocket raus, findet einen Receiver. Der Ball ist in der Red Zone der Vikings an der 17-Yard-Linie. Second and inches. Man in motion. Murder hit und kein First Down. Jaden Smith haut hier einen raus. Third and inches. Wir sind beim Two-Minute Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier in Minnesota. Hier wurde ja auch schon ein Super Bowl ausgetragen zwischen den Patriots und einem NFC-Team, an das ich mich nicht mehr erinnere. Third and inches. Rodgers auf der Flucht, läuft selbst. Ja, der geht nicht das Risiko ein, spielt seine ganze Routine aus. First and goal an der 8-Yard-Linie. Ganz starker Drive der Packers. Die nächste Completion, der Ball ist jetzt an der 2-Yard-Linie. Second and goal. Cowboys marschieren mit allem, was sie haben. Das ist eine Interception. Das ist Jones. So, und da wir ja hier insgesamt 4 Touchdowns brauchen, nehmen wir dieses Geschenk mit. Zweiter Touchdown. Ein 88-Yard-Interception-Return-Touchdown. Da hat der plötzliche Druck der Vikings den armen Aaron Rodgers aber mal komplett aus dem Konzept gebracht. Es steht 14:0 für Minnesota. 1:04 noch zu spielen. Jetzt haben wir zwar nicht ein einziges Rushing Yard mehr oben darauf legen können, aber ganz ehrlich, das konnten wir uns hier nicht nehmen lassen. Green Bay kommt an der 41-Yard-Linie der Vikings mit der Offense wieder auf das Feld. Und Minnesota zeigt den Blitz. Rodgers scrambled. Oh, da hätte er auch laufen können. Crossbody Pass ist halt immer super riskant. So, wir ziehen uns in eine Cover 4 zurück. Empty Backfield bei den Packers. Und ein vollständiger Pass von Aaron Rodgers. Die Packers nehmen kein Timeout. Erster und 10 an der 31-Yard-Linie. Und jetzt nehmen wir ein Timeout. Denn das war ein Riesensack. Zweiter Versuch und 19.
Der nächste Blitz der Vikings Defense. Rogers vollständig. Harter Hit von Woods. Ball an der 19. Green Bay wirft den Ball ins Aus. Die Packers haben gar keine Timeouts mehr. Gott, oh Gott, ich nehme alles zurück. Die haben nur ein Timeout gehabt. Das haben sie eben investiert. Jetzt kommt schon der Kicker. Field Goal Try. Der war gut. Die Packers verkürzen auf 14-3. Wir haben noch sage und schreibe 5 Sekunden auf der Uhr. Also jetzt ein Fair Catch. Dann können wir vielleicht nochmal laufen. An der eigenen 3-Yard-Linie. Da kriegen wir vielleicht noch ein paar Yards obendrauf. Elliott ist der Running Back. Und los geht's. Und ein paar Yards ist gut. Dann nehmen wir sogar noch schnell ein Timeout. Das war ein richtig guter Run. 1. und 10. Nochmal ein Lauf. Peterson will es über die Außen probieren. Truckt hier auch nochmal einen weg. Das ist ja nicht zu glauben. Was ist denn hier auf einmal los? Peterson an die 20-Yard-Linie. Wir sind bei 156 Rushing Yards. Das ist ja unfassbar, was die Cowboys hier in 5 Sekunden, was die Vikings hier in den letzten 5 Sekunden mal eben aufs Parkett gelegt haben. Wir gehen rüber in die zweite Hälfte der Partie. Die Packers müssen diese mit dem Kickoff beginnen. Wieder ein Fair Catch von Peterson an der eigenen 7-Yard-Linie startet die Offense. So, wir brauchen noch nur noch eine, ich würde es mal sagen, überschaubare Anzahl an Rushing Yards. Es dürften noch so knapp 30, 35 über den Daumen sein. Peterson holt die ersten 2. Da sind noch 42, die wir benötigen. Bleiben beim Plan. Blitz von links. Peterson über rechts. Dürfte ein neues First Down sein. Wir sind an der 18-Yard-Linie. 1. und 10 für Minnesota. Wir laufen hier erstmal gnadenlos unseren Stiefel weiter runter. Neues First Down an der 31-Yard-Linie. Da waren es nur noch 20 Rushing Yards. Versuchen wir doch mal einen Draw-Spielzug. Peterson bleibt als Running Back auf dem Feld. Verzögerte Ballübergabe. Ah, das sahen die Packers nicht gut aus. 2. Versuch und 3. Lauf über rechts. Das ist bis dato nicht so die Stärke von Adrian Peterson gewesen. Auch hier kommt er nicht über die First Down Markierung. 3. und 1. Jetzt ist Zeke Elliott auf dem Feld. Der wühlt sich da einfach durch, wartet, bis er über die Haxen der O- und D-Liner springen kann. 1. und 10 an der eigenen 44-Yard-Linie. Elliott bleibt auf dem Feld als Running Back. Der nächste Run über die rechte Seite. Und da hat er eine Lücke und da ist er durch. Touchdown Minnesota Vikings. Wir haben die 199 Rushing Yards voll. Wir haben 3 der 4 benötigten Touchdowns erzielt. Jetzt sieht es hier aber mal richtig gut aus. PT ist gut. 21-3. Wir führen mit 18 Punkten gegen die Packers. So, wir bleiben unserer Onside-Taktik hier noch treu. An der 37-Yard-Linie kommen die Packers mit Aaron Rodgers auf das Feld. Und wir können uns in aller Ruhe anschauen, was hier jetzt passiert. Denn es läuft alles für die Minnesota Vikings.
So ein Blitz. Ein Lauf. Das beste Mittel. Jones an die 26-Yard-Linie. Neuer 1. und 10 für Green Bay. Cowboys wieder mit 4 Mann in der D-Line. Da fühle ich mich einfach wohler. Da wird er gerade noch den Ball los. Oh, und ein ganz starkes Play. Wir sind in der Red Zone der Vikings. 1. und 10 an der 15-Yard-Linie für Aaron Rodgers. Der führt sein Team hier richtig gut übers Feld. Jones gestoppt. 2 Yards Raumgewinn. 2. Versuch und 8. Cowboys zeigen. Vikings zeigen den Blitz. Jones läuft durch die Mitte. Da hätte er eigentlich gar nicht durchlaufen dürfen. Da sehen wir nicht gut aus. Das ist ein 3. und 5. Wir nähern uns dem Ende des 3. Quarters. Und das dauert zu lang. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Wir brauchen noch einen Touchdown. Dieses erste Quarter, wo wir uns so schwer getan haben, das verfolgt uns diesbezüglich noch ein bisschen. Da war er stark unter Druck. Und Green Bay hat einen 4. Versuch und 5. Den Matt LaFleur ausspielen lässt. Ball an der 10-Yard-Linie. Incomplete Pass. Jalen Smith ist da. Die Marcus Lawrence hat für Druck gesorgt. Turnover und Downs. Ballbesitz für die Vikings an der eigenen 10-Yard-Linie. Wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Blick geht zu Johnson. Schöner Catch. 1. und 10 an der 30-Yard-Linie. Wie gesagt, wir brauchen hier noch einen Passing-TD. Da kommt es jetzt drauf an. Wieder gehen wir per Audible in einen Pass. Versuch, die Vikings lassen mir, die Packers lassen mir hier kaum eine Alternative. Johnson bringt den Ball an die 43. Als ob Green Bay auf einmal gar nicht damit klarkommt, dass hier auch Pässe im Football geworfen werden können. Wir gehen in die 4 Verticals, denn Johnson ist Mutterseelen alleine. Und unser Tight End Jarwin ebenfalls. 1. und 10 an der 12-Yard-Linie von Green Bay. Wir sind ganz kurz davor, den 4. Touchdown zu erzielen. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen aufs Laufspiel. Nehmen hier noch ein bisschen Zeit, hoffentlich erfolgreich von der Uhr. Elliott, 2 Yards, 2. Versuch und 8. Wir laufen über die rechte äußere Seite. Peterson mit einem schönen Move bringt den Ball an die 7-Yard-Linie. Es ist ein 3. und 6. Der Ball muss in die Endzone. Bei allem schönen Spielen, das dürfen wir nicht vergessen. Johnson von links auf einer Slant Route. Prescott läuft selbst, nutzt den Tight End als Blocker. Wir haben den 4. Touchdown. Und damit haben wir das Bonus-Goal erfüllt. Sehen den PET. Auch der ist gut. 28:3. Das Ding hier ist also auf allen Ebenen entschieden. So, wir sehen den Kickoff der Vikings. Ein Ball an der 5-Yard-Linie, der Return von Green Bay. Der ist gestoppt an der 24. 1. Versuch und 10 für die Packers. So, wir ziehen uns zurück in eine Cover 4. Jetzt kann Green Bay hier gerne machen, was sie wollen. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen sollten. Schöner Tackle in Bounce. 2. Versuch und 3. First down für Green Bay. Und jetzt sind wir beim 2-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie.
Die Vikings führen mit 25 Punkten. Also einen Aaron Rodgers hier mal komplett aus der Endzone gehalten zu haben, zumindest bis dato, ist echt eine Nummer. Vollständiger Pass. Was echt zurückgegangen ist, das fällt mir mal so auf, das sind die Fumbles. Es gab eine Zeit, da hatten wir Fumbles in den Spielen. Das waren zwei, manchmal sogar drei Stück. Das ist komplett kein Thema mehr. Also die Ballsicherheit hat enorm zugelegt. Wir haben einen ersten und 10 Ball an der 45-Yard-Linie der Vikings. Wie gesagt, wir ziehen uns hier ganz schwer zurück. Lassen die Packers hier machen. Incomplete Pass, stark verteidigt. Dritter Versuch und 4. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie, empty backfield bei Green Bay. Oh, ein Riesencatch. Den darf er eigentlich so gar nicht machen. Erster und 10. Rodgers unter Druck und wird gesackt. Das ist ein 2. und 18. Und da sollte Rodgers erstmal gucken, ob noch alles dran ist. Der hat richtig wehgetan. Vollständiger Pass. Receiver geht ins Aus. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Dritter Versuch. Und 15 ist das. Tiefer Ball und eine Interception. Das ist wieder Byron Jones, oder? Na, war das Chinobi Awuzie? Es war Byron Jones, seine zweite Interception. Erster und 10 an der eigenen 34-Yard-Linie. So, noch 17 Sekunden auf der Uhr. Lasst es uns nach Hause laufen. Sieg Elliott kommt hier, sage und schreibe, ein Yard nach vorne. Das war das letzte Play. 28 zu 3 schlagen die Vikings die Green Bay Packers. Und wir holen 3. Wir holen 4. Wir holen alle 5 Sterne. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.